Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Dota Auto Chess auf diesem Kanal. Die Folge werde ich wahrscheinlich dafür nutzen, ein bisschen über einen Standardaufbau zu reden, den ich aktuell immer spiele. Ich spiele aktuell nur Public und versuche über Public zu climben. Ich könnte dieses Game hier wahrscheinlich beenden, aber ich weiß nicht warum. Die generelle Elo in Public Games ist immer low, damit muss man sich halt eben abfinden. Ich sehe hier auch nichts Verdächtiges. Mein Standardaufbau in Public ist aktuell Mech, Elements into Troll, Mage, Assassin, je nachdem, was kommt. Und das werde ich euch hier heute so ein bisschen mitteilen, weil ich glaube, dass es für viele tatsächlich funktionieren kann. Ich habe es tatsächlich nie gegen gute Spieler geübt, weil ich noch nie gegen gute Spieler gespielt habe. Das klingt jetzt arrogant, aber es gibt tatsächlich kein Matchmaking im Public, aber ein Matchmaking, was du über eine Seite machen kannst, und das mache ich aktuell eben immer noch nicht. Das heißt, wir öffnen immer mit irgendwas, was aussieht wie ein Tinker, Clockwork oder Goblin Hunter oder Tiny. Das hier ist eine Special Situation, weil wir kriegen X und Juggernaut und das nehmen wir mit. Vielleicht wird das hier also doch nicht das. Ich glaube, Dota Auto Chess Folgen sind generell relativ schwer vorher in irgendeiner Art und Weise anzukündigen, was passieren wird, weil es halt sich immer verändern kann. Das heißt, wenn du sowas kriegst, nimmst du es mit, weil die beiden haben Orc Passive, das heißt, sie kriegen leider 200 mehr HP. Die Folgen werden jetzt auch ein bisschen weniger einsteigerfreundlich. Gib mir aber gerne Feedback in die Kommentare. Wenn ich es doch wieder einfacher machen soll, dann erkläre ich gerne wieder alles. In den ersten drei Runden kannst du eigentlich kaum verlieren. Mittlerweile ist ja auch so, dass wenn du gar keine Items kriegst, du tatsächlich Mangos oder Tangos kriegst, glaube ich. Ich glaube, das ist der Unterschied. Du kriegst entweder Mana oder Leben. Die Lebendinger sind in den meisten Fällen ein bisschen schlechter. Die Mana-Dinger, also die Gold-Dinger, die du kriegen kannst, sind tatsächlich relativ sick. Was wir jetzt hier spielen werden, zumindest sieht es aktuell danach aus, ist, dass wir Orc into Trolle spielen. Orc into Trolle ist deswegen recht strong. Du kannst, also ich finde, generell, wenn du mit Beastmaster startest, kannst du Orc relativ gut into Hunter bauen, weil du eh schon einen Hunter hast. Ich nehme jetzt einfach mal Draw Ranger mit, weil ich eh noch ein Gold übrig habe. Wenn du, der wurde ein bisschen gebufft, ich glaube, der ist jetzt stärker als Bad Red auf 1. Vorbei gegen die Minions, not sure. Egal, die sollten das so oder so schaffen. Juggernaut und Ex sind relativ stark. Das Ding ist, warum du für Orc hier, das Orc hat Disruptor Tim und Disruptor ist ein Schamane, genau wie der hier. Das heißt, du kriegst am Anfang einen Hex, bevor die Runde richtig startet. Das ist manchmal ein bisschen strange, weil Disruptor deswegen manchmal später ultet. Okay, hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Tango-Ding bekommen. Weil wir so unlucky mit dem Item sind, dass selbst schon das Spiel Mitleid hat. Eieiei, wirklich nicht allzu viel Glück gehabt bis hierhin. Aber dadurch bekommen wir 1 bis 10 Leben wieder her. Das bedeutet, wir können auch härter für den Losing Streak gehen, wenn wir denn müssen. Tatsächlich nicht der angenehmste Start, den man haben kann. Wir nehmen den Schaman mit. Was wir jetzt machen, ist, wir spielen Lykan. Das heißt, wir haben Orc und Warrior. Und das ist solid. Ihr solltet den Juggernaut immer in die Mitte machen, weil er den AOE-Effekt hat. Und wir geben die Chain mit den Lykan, damit er auf jeden Fall die Ult rauskriegt. Was wir jetzt noch machen können, wäre Clockwork oder Tinker mitnehmen. Wir könnten dafür zum Beispiel den verkaufen. Das heißt, wir haben immer noch die Option, für 3 Mechs umzusteigen. Gerade das finde ich immer ganz angenehm, weil du kannst quasi Trolle gehen oder Trolle auf der Bank sammeln und währenddessen entweder Orks, Mechs oder Elements spielen. In den meisten Fällen spiele ich aktuell Elements und oder Mechs, weil ich das ganz angenehm finde, weil ich Morphling underrated finde. Du kannst ihn sehr gut in die Frontline spielen, aber das werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video dann nochmal mehr erklären. Ich spiele tatsächlich gegen jemanden, der das Wunder verbracht hat, Level 4 zu sein. Das ist natürlich sehr unangenehm für mich. Also, solange wir den ja links noch killen, ist es fein. Ah, oh, bisschen unlucky. Na gut. Hat er gar keine Items? Doch, er hat Items. Ich dachte, er hätte tatsächlich Mana bekommen, aber dann hat er einfach nichts auf der Bank stehen. Ist ja auch okay. Dadurch, dass wir die Runde nicht gewonnen haben, konnten wir ihn dann Ticker nicht holen. Dadurch ist der Clockwork jetzt ein bisschen schlechter. Was wir jetzt hier haben, ist sehr angenehm, weil wir haben Dazzle. Warum ist ein Dazzle angenehm? Dazzle ermöglicht uns, angenehmer in den Losing Streak zu gehen. Ich gehe jetzt hier in eine defensivere Position, dass die Gegner nicht anspringen. Im Best Case kann Dazzle ein bisschen mehr dadurch ausrichten. Dazzle ist gleichzeitig auch ein Troll, das heißt, er ist natürlich auch einer unserer Late-Game-Win-Conditions und wir haben einen sehr, sehr schwachen Start hier gerade, also wir kommen irgendwie nicht auf irgendetwas. Ich nehme Clockwork mit, weil in Clockwork 2, wenn wir so oder so spielen, ob wir für Mechs gehen oder nicht. Wir haben auch nur die schwachen Trolle quasi, bis auf Dazzle, aber das ist normal. Witch Doctor würden wir sehr, sehr gerne haben, aber kriegen wir wahrscheinlich in naher Zukunft nicht. Der Terrorblade, wenn er sich entwickelt, wird er das Game hier leider 1 vs. 9 können. Ja, Save Life. Der kriegt dadurch so einen Damage-Boost, das sollte kaum aufzufangen sein, auch wenn man Juggernaut hier gerade eine ganz schöne Dazzle kriegt.
Naja, aber zumindest haben wir den gekillt. Das bedeutet auch wieder einen sehr angenehmen Verlauf für uns, weil Dessel wird das hier nicht One vs. tun können, aber die Gegner werden auch mit wenigen Units überleben. Kriegt er nochmal eine Ult raus? Ne, er ist zu faul, sich selbst zu ulten. Das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir verlieren jetzt gerade, aber das ist, wie gesagt, gar kein Problem. Wir gehen für einen Losing Streak. Winning Streak ist das, was klassischerweise jeder in Dota Auto Chess erstmal probiert. Das heißt, du versuchst, das bestmögliche Lineup zu kriegen. Einen Losing Streak durchzukriegen, finde ich persönlich deutlich schwerer, deutlich komplexer. Weil du immer abschätzen musst, wie stark dein Lineup ist und wie stark du es machen kannst. Weil du willst ja trotzdem leveln. Zum Beispiel jetzt auf der nächsten Stufe könnte ich ja 5 Gold investieren, um auf 5 zu gehen. Und ich muss überlegen, darf ich das oder gewinne ich dann? Das ist schon ein sehr abstraktes Ding, ne? Zum Beispiel jetzt auch. Kann ich für Batrider gehen oder gewinne ich dann? Oder, alternativ natürlich, kann ich hier für etwas gehen, wodurch ich dann permanent gewinne? Was ja auch fein wäre. Was wir hier jetzt machen, ist, wir gehen für Schadensbegrenzung. Der Lycan wird uns hier nicht genug bringen. Der Warrior-Buff wird uns nicht helfen. Mit Batrider sollten wir mehr Units killen, aber wir sollten immer noch verlieren. Wenn ich jetzt Shadowfiend noch einspiele und gleich auf 5 gehe, dann kann es sein, dass wir ab da gewinnen. Jetzt seht ihr schon, nächste Niederlage gibt uns auch plus 1. Das heißt, wir wollen diesen Losing Streak halten, aber dadurch, dass wir nicht 5 sind, werden wir den Losing Streak so oder so wahrscheinlich halten können. Aber das ist, finde ich, der... Ja, einer der spannendsten Teile in Auto-Chase, Losing Streak und wie man sie bekommt. Darüber könnte man wahrscheinlich Bücher schreiben. Mein Batrider wird jetzt hier im besten Fall auch noch den Chaos Knight killen, aber ja doch, tatsächlich sehr angenehm. Och, da guck mal einer an. Ah, der hat noch eine Sache gespawnt, aber ist okay. Wie ihr seht, kriegen wir die ganze Zeit nur 2 Damage. Und 2 Damage sind absolut fein, vor allem, weil wir auch noch einen Tango haben. Das heißt, jetzt haben wir ja plus 1 für die nächste Niederlage bekommen. Das ist genau das Ziel. Shadowfiend übrigens mitzunehmen, ist einfach die eine der stärksten Units, die man hier gerade kriegen kann. Dementsprechend nehmen wir die auf jeden Fall mit, sofern wir die Möglichkeit haben. Jetzt sind wir natürlich leider schon relativ strong. Wir können jetzt hier sehr stark sein. Wir verkaufen den Lycan. Ja, ich denke, wir wechseln hier in eine Winning Streak rein. Ich glaube, wir sind actually ziemlich strong, wenn wir das hier richtig angehen. Nehmen dann auch den Dessel raus, weil der Dessel tatsächlich nicht mehr ganz so effektiv ist. Wir nehmen sogar den Juggernaut raus. Hierüber kann man diskutieren, ob der Juggernaut in dem Moment mehr macht als ein Clockwork ohne Mistbuff und ohne Goblin-Buff, weil er ja dadurch auch Ork für X prockt, aber ich persönlich glaube das nicht. Ich werde mein Item jetzt übrigens den Clockwork geben, weil die erste Unit sein wird, die ich wechsle. Und dadurch gebe ich den Items und kann die später dann wieder zurückwechseln. Diese beiden schwachen Troller auf 2 zu pingen ist immer so, manchmal entscheide ich mich auch nur für einen, aber wenn du die im Early Game vorgesetzt bekommst, dann ist da wenig gegen einzuwenden. Was ihr immer machen solltet, ist gucken, hey, gewinne ich auch gegen andere? Wenn du dann siehst, ja, okay, dann weißt du schon, okay, du bist wahrscheinlich gerade relativ strong. Das ist natürlich trotzdem eine starke Unit, aber hier gerade schwächer als alle anderen Units, die ich habe. Könnte darüber diskutieren, ob er besser als Batrider 2 ist, aber gerade im Early Game, finde ich, macht Batrider echt noch was. Ich hätte übrigens auch Batrider besser das Armor Pen Item gegeben, weil ich den später so oder so verkaufen werde, wenn ich den Trollbullard kriege und ich die Items ja erst brauche, wenn ich den Trollbullard spiele. Das heißt, das überschneidet sich. Ah, ganz witzig, dass wir hier noch einen Shadowfiend kriegen. Ich spiele aber noch mit dem Gedanken, den Clockwork rauszunehmen für den Juggernaut. Aber wir könnten ihn auch verkaufen dann. Aber er ist nicht so... Ist nicht so mega strong. Das Ding ist, wenn wir jetzt auf 5 kommen würden, könnten wir quasi uns auf Level 6, also du kriegst immer die einen Erfahrungspunkt, bekommst du, bevor du deine Items dir vorgeschlagen werden. Was wir aber auch machen können, ist einfach die Runde gewinnen, dann schnell leveln, bevor die nächste Runde anfängt und dann kriegen wir sofort die Chess-Units, wie wir sie bekommen, wenn wir Level 6 sind. Generell freue ich mich übrigens sehr auf die ganzen Auto-Chess-Varianten, die jetzt angekündigt wurden. Einerseits das von Valve, das neue, also quasi Auto-Chess, das Auto-Chess hier halt nur in Eigenproduktion. Und natürlich auch das von League of Legends immer ganz besonders. Da wird natürlich auch viel Content kommen. Wahrscheinlich bei TFT, also bei der League of Legends-Variante, auch auf dem Hauptkanal. Wie ihr seht, gewinnen wir jetzt hier mehr oder minder jede Runde und... ups, fast vergessen zu leveln. Haben wir jetzt aber doch noch hinbekommen. Und das ist so dieser... Ich habe das Gefühl, du kannst Trolle immer auf der Bank sammeln und sobald du das Gefühl hast, okay, ja, jetzt kann ich online gehen, sind sie ja halt auch sofort mega useful. Jetzt wird es relativ witzig, weil normalerweise würde man jetzt sagen, man spielt den Juggernaut, aber ich glaube nicht, dass es worth ist. Ich glaube, Juggernaut 1 ist schwach, aber Shadowfiend ist eigentlich relativ strong, auch wenn Shadowfiend ja wenig DPS gemacht hat. Das hatte ich schon letzte Runde. Ich weiß nicht, ob ich einen Shadowfiend-Nerf nicht mitbekommen habe. 75, weiß ich, was der vorher hatte.
Aber zumindest spielen wir Double Shadow Fiend. Das kannst du generell mit vielen starken Units machen. Wir könnten zum Beispiel jetzt auch den Razor, der war letzte Runde. Hätten wir ja Razor mitnehmen können, um Razor zu spielen, statt diesen Juggernaut eben. Wenn der Juggernaut gleichzeitig noch Warrior poppen würde, würde ich ihn übrigens vorziehen gegenüber Shadow Fiend. Wichtig, dass der Lucani jetzt seine Ult nicht durchbekommen hat vom Gegner. Der spielt eine Beast-Warrior-Kombo hier mit Beastmaster. Ich habe nicht. Ja, da war noch ein Ex dabei, also auch ein bisschen Ork. Ist schon relativ strong. Er ist aktuell auch Erster. Aber wir können ihn trotzdem recht hart machen. Wir sollten aktuell das stärkste Board haben. Ihr könnt aber natürlich auch hier mal gucken, aber man braucht wahrscheinlich immer ein bisschen, bevor man da tatsächlich versteht, was das genau bedeutet. Wir sehen aber hier zumindest, dass auch jemand Trolle geht. Das ist schon mal sehr unglücklich. Du willst immer der Einzige sein, der Trolle geht. Du bist auch ganz oft der Einzige, der Trolle geht, weil Trolle an sich eher weak sind. Runde 10, Creep Round. Kannst Units verstellen. Macht auch Sinn. Ist aber scheißegal, wenn man ganz ehrlich ist. Also da passiert in den wenigsten Fällen bei Runde 10 irgendwas. Worauf wir hoffen, ist Morbid Mask oder Attack Speed Dagger, um eben damit Morbid Mask zu machen. Ja, wir machen noch eine kleine Umstellung. Wir stellen den Shadow Shaman ein bisschen weiter nach hinten, ansonsten kann es sein, dass er seine Ult nicht durchkriegt. Die Ult, dieses Polymorph bzw. Verhexen ist super wichtig in Creep Rounds, deswegen wollen wir das unbedingt bekommen. Und ihr seht schon, der Ex springt da nach vorne, kriegt die Akku von mehreren Units. Und dementsprechend kann der, hätte das hier unter Shadow Shaman wahrscheinlich nicht überlebt. Crown auch ganz gut. Und da ist der Quarterstaff. Quarterstaff ist ein Teil von der Master of Madness, das stärkste Item für den Troll Warlord. Du willst von Anfang an, wenn du für diese Trolle gehst, jetzt halt eben auch die Items natürlich dir aufheben, die du eben dann für die Unit brauchst. Bei der Crown können wir noch warten. Wir könnten das Dessel geben, aber ich weiß es immer noch nicht, ob das hier verbuggt ist oder ist echt bei Schaden genommen. Ich glaube, es ist bei Schaden genommen. Der wird das relativ wenig kriegen. Jetzt zum Beispiel könnten wir den Razor mitnehmen und den statt Shadow Fiend spielen. Aber Shadow Fiend sollte stärker sein als Razor an sich. Bin mir eben nur nicht ganz sicher, ob ich hier aktuell den Nerf nicht ganz mitbekommen habe. Was wir jetzt machen können, ist auch noch die Krone Clockwork geben und auch noch den Attack Speed Clockwork geben. Einfach weil wir Clockwork austauschen werden. Wahrscheinlich sogar schon, sobald Juggernaut hier 2 ist. Ganz wichtig ist, rollt niemals. Es ist einfach die Faustregel, dass du rollst nicht, bis du 50 Gold hast. Damit fahrt ihr super lange, super gut. Level Up könnte man hier überlegen bei Runde 13, weil wir einen Winning Streak haben. Aber da werden wir dann gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Ich glaube, die Runde könnte eng werden. Bin nicht ganz sicher, ob wir das hier schaffen. Ist ganz gut, dass der Anti-Mage nicht auf unseren Shadow-Shaman gehauen hat. Der Terrorblade ist auch früh gestorben, aber mein wird doch nicht close. Ich dachte, es wäre ein Level 2 Terrorblade, aber da war ja noch Level 1. Da ist ja noch nicht. Sicher? Süß und niedlich. Niedlich ist das Wort, was ich suche. Die gehen relativ viele für Shadow-Fiend, habe ich das Gefühl. Ah ja, zumindest auch eine. Aber ansonsten hat es tatsächlich niemand, das ist ja ganz nett. Upsi. Und auf zu unserem Feld. Was wir jetzt bekommen haben, ist ein Double Bounty Hunter. Wir sind eh bei 25, das heißt, wir können eh nicht zu 30 kommen, das heißt, wir können die einfach mitnehmen. Lightkeeper und Leader sind aber verlockend, um noch irgendwie auf Mage zu wechseln, aber dafür sind wir jetzt eigentlich schon zu spät dran. Wir haben jetzt lange kein Power Spike mehr bekommen, das heißt, wir werden langsam schwächer, einfach im Vergleich zum Rest. Anti-Mage Stufe 3 ist zum Beispiel disgusting. Und der 12. Terrorblade Stufe 2 ist ein Problem. Furion, oh, weniger ein Problem. Aber das ist schon Enchantment Stufe 3, ja, Halleluja. Also es ist jetzt recht wahrscheinlich, dass wir die Runde nicht mehr unseren Win holen. Wenn wir den Win auch holen, könnten wir überlegen, Level Up zu machen, um den Winning Streak möglichst lange zu behalten. Wir spielen wieder gegen den Beast, Ork, Warrior. Der ist recht strong. Aber es sollte eigentlich passen. Wir haben, glaube ich, genug DPS dafür. Aber der Mars stirbt gerade nicht. Okay, nevermind, wir haben nicht genug DPS dafür. Dadurch hat sich die Frage auch geklärt, ob wir jetzt quasi hochleveln, um die Wings zu behalten, weil wir keinen mehr haben. Ihr könnt übrigens jetzt hier Tango einsetzen. Wir haben 8 Leben bekommen, das ist ziemlich nice. Now this is a tricky one. Das braucht ein bisschen Erklärung, ne? Aber das machen wir gleich. Der Grund, warum ich Alchemisten gerne spiele in Trollkombos, ist, weil ich mit Shadow Fiend, Witch Doctor und Alchemist Hexenmeister procke. Und das relativ strong ist. Und ich überlege, ob ich vielleicht von Orks noch wegwechsle, weil ich habe nur die beiden Orks gefunden. Ich habe die noch nicht hoch. Wir nehmen zumindest mal Timbersaw auch noch mit. Wir nehmen mal einen X mit. Ja, kostet ja alles nichts. Ich spiele jetzt Dazzle. Warum spiele ich Dazzle? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir Runden verlieren, recht hoch ist. Wir haben übrigens viele Beast-Leute hier.
Das ist ganz angenehm für uns. Wenn die sich die Karten gegenseitig streitig machen, ist das für uns super. Beast ist immer ein bisschen anstrengend für Troll, weil du hast zwar super viel DPS beim Troll-Lord, aber bei jeder Unit, die der anfängt zu hitten, muss der neue Attack-Speed aufbauen. Aber das wird spätestens, wenn wir Warlock-Passive haben, auch weniger ein Problem. Und dafür nehmen wir den Alchemisten mit. Alchemisten können wir eben, mit dem können wir auch die Goblin-Passive brocken. Das heißt, wir könnten Timbersaw, Clockwork, Alchemist spielen. Und das sollte recht strong sein. Mit Shadowfiend 2, das ist endlich mal wieder ein Power-Spike. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen den raus für den und den raus für den. Und haben dann Mech, Goblin und trotzdem immer noch das hier. Shadow Schamane macht scheinbar auch mehr DPS als Batrider. Das heißt, wir nehmen den mit. Wenn wir jetzt schon Witch Doctor hätten, dann hätten wir jetzt tatsächlich schon Hexenmeister Passive, also Warlock. Das wäre schon relativ nice. Generell immer, wenn ihr euch für sowas entscheidet, geht all in rein da. Ne? Generell solltet ihr solche Entscheidungen aber nicht so treffen wie ich aus dem Bauch aus, sondern ihr solltet gucken. Und hier sehen wir, hey, zwei Leute haben schon Mech. Drei Leute haben schon Mech. Das war wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung. Und genau darauf sollte aber normalerweise eure Entscheidung Fuß nehmen. Darauf zu gucken, hey, was hat der Rest? Ich glaube, wir könnten Nessie jetzt wieder rausnehmen und dafür Batrider spielen, weil wir relativ strong sein sollten. Der ist all in, der zählt nicht. Aber wenn Leute jetzt schon all in. Seit Porn 9, ne? Matchmaking sei Dank. Doom wäre normalerweise eine Option, aber weil wir Shadow Fiend 2 schon haben und eh für Warlock Passive gehen, ist das ein bisschen RIP. Spielt Dazzle hier. Die Überlegung, ob wir Dazzle spielen, liegt daran, dass wir gegen Witch Doctor spielen, dass wir jetzt gegen die Creeps spielen und Dazzle da manchmal ganz hilfreich ist, weil da jemand noch ein Leben lässt, aber ich habe auch nicht den harten Damage-Dealer. Andererseits macht Dazzle auch tatsächlich mehr DPS als der Shadow-Schamane. Steht allerdings natürlich auch weiter hinten. Ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen. Wir sind jetzt bei 44 Gold. In zwei Runden wollen wir hochleveln. Dafür müssen wir 10 Gold investieren. Das werden wir schon hinkriegen. Timbersaw 1 macht überhaupt nichts. Goblin Buff ist auf Shadowfiend. Das ist fein. Alchemist hat seine Passive geborgt. Das ist insane wichtig. Ich dachte immer, er reduziert auf Armor, aber scheinbar tut er es gar nicht. Wir haben jetzt den Enchantment Mango bekommen, das heißt, wir kriegen Free Mana, wir haben, also Gold, wir haben 4 Gold bekommen. Trotzdem ein bisschen ärgerlich, gerade auf Treuen bist du ein bisschen abhängig, was Items angeht. Das ist jetzt wieder so eine Entscheidung, weil wir könnten ja jetzt gleich schon hochgehen. Ich überlege, ob wir das tun. Also, ob wir jetzt quasi schon zweimal leveln. Um dann nächste Runde 7 zu sein. Ich überlege auch, ob wir Tiny noch mitnehmen, aber ich wüsste nicht warum. Medusa mitnehmen, klar, kannst du später noch nutzen, aber ich bin nicht der größte Medusa-Fan. Ich weiß, dass die Unit stark ist, aber ich nutze sie einfach persönlich sehr selten. Wir machen das. Wir leveln zweimal. Dadurch bekommen wir ein Gold weniger in dieser Runde, sind allerdings haben nächste Runde schon die besseren Vorschläge. Dadurch, dass unser einziger Tier-1-Unit mit Batrider, Shadow Shaman und Clockwork auch schon 2 sind, wir die nicht höher leveln werden, ist es auch nicht schlimm, dass sich unsere Chance für ein dieser Units reduziert. Terrorblade 2, den kriegen wir hier scheinbar nicht mehr down. Doch, nice. Dann sollten wir die Runde holen können. Wieder nicht ulten. Warum hat der nicht geultet? Der hätte durchaus ulten dürfen. Hätte ich nichts gegen gehabt. Kann ein bisschen schwer, eine Winning Streak aufzubauen. So, und jetzt können wir quasi anfangen zu rollen. Wir kriegen direkt einen Disruptor. Ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wir nicht mehr dafür gehen. Keine Ahnung, die Ticker können wir mal mitnehmen. Jetzt kriegen wir auch den Juggernaut. Das ist schon ein bisschen... Das Spiel lacht uns dahin, bin ich ins Gesicht. Wenn wir die Runde gewinnen würden, würde ich den Ticker wieder verkaufen. Wir sind jetzt auf 7. Das heißt, wir spielen den Batrider rein. Ist immer noch kein wirklich starkes Line, aber man kommt so ein bisschen durch. Und für mich haben Trolle immer den Hintergedanken, dass ich irgendwann, habe ich immer das Gefühl, ich habe eine tatsächliche Win-Condition, das ganze Ding zu gewinnen. Während ich mit vielen anderen Comps halt irgendwie im Mid-Game ganz cool bin und im Late-Game allerdings relativ chancenlos. Und zum Beispiel bei Mages bin ich im Early-Game halt super bad. Wenn ich das Gefühl habe, bei Trollen bin ich immer okay, schon unterwegs und später bin ich einfach fucking unstoppable. Medusa-Ult ist natürlich irgendwie überhaupt nicht angekommen. Oder ich habe sie verpasst. Venomancer gekillt ist noch recht wichtig, weil der ansonsten einfach zu viel Scheiße spawnt, die extra Damage macht.
3 Damage, das heißt, wir verkaufen den, wir haben verloren, das heißt, wir verkaufen den Tinker nicht. Das reduziert natürlich auch den Damage, den du generell bekommst, das heißt, auch das ist noch super angenehm. Eco-mäßig sind die meisten hier hart am Trollen. Das heißt, wir sollten ja eigentlich ganz gut dabei sein. Die jetzt hier zu verkaufen macht keinen Sinn, weil wenn wir den auf 2 kriegen würden, würden wir den spielen statt den Timbersaw. Was dazu führen würde, dass wir keine Melch-Passive mehr haben, aber... Ah, there we go, my friends. This changed everything. Ich denke mal, wir spielen das so. Das sollte die beste Ausstellung sein. Die Clockwork ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass er unsere Items hat. Das heißt, im besten Fall kriegen wir den Tinker noch auf 2, damit wir den Clockwork rausnehmen können. Wir haben jetzt keine Goblin, keine Mech-Pässe, wir haben eigentlich passive-mäßig gar nichts außer Trolle. Aber Trolle sind schon ziemlich damn solid. Wir werden die Mechs eh natürlich auf Dauer verkaufen, um auf Warrior zu gehen. Kuka ist da mein beliebtes Ziel. Wir sollen jetzt fucking strong sein. Und das ist immer so dieses Ding, wenn du den Trollwallard kriegst, dann ist es halt sehr entspannt. Und ich habe da dieselbe Combo ja auch gespielt in meiner ersten Folge hier. Okay, der macht uns. Interessant. Ah, okay, der ist auch All-In. Wir nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es fast immer geht. Also man kann es fast immer forcen. Ähnlich wie Assassins, wo ich auch immer das Gefühl habe, wenn ich spielen will, kann ich es einfach spielen. Da ist immer eher die Frage, ob du Phantom Assassin kriegst. Und der eine oder andere Elf ist ganz gut contested. Ich werde auch im Public spielen super wenig Götter zum Beispiel. Das heißt, oftmals kommt man auch da nicht in die Petrolie, weil normalerweise wäre Dazzle ja auch darüber contested. Da kriege ich aber immer super wenig von mit. Weil ich ja eben nur Public spiele. Ich würde den Witch Doctor jetzt... Ah, nee, ich muss den Witch Doctor sogar spielen. Damit. Dann können wir den Bedrider auch verkaufen. Wir werden den niemals vor den Shadow Shamanen spielen. Rollen jetzt hier ein bisschen rein. Wir werden danach anfangen zu leveln. Den Witch Doctor spielen wir, weil wir jetzt über diese 3 Units Warlock rocken. Und das nochmal ein extremer Vorteil natürlich für uns ist. Trotzdem unsere Frontline aktuell noch zu schwach. Dazzle kann das bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Wenn wir Dazzle 2 hätten, dann könnten wir das wahrscheinlich komplett ausgleichen. Aber selbst so kommen wir hier schon sehr gut gegen an. Ich weiß nicht, ich habe das zweite Mal das Gefühl, dass die Medusa irgendwie einfach nicht getroffen hat. Und hier unten, der macht uns nicht mehr. Nice. Ja, sehr nice. Das ist super wichtig, weil der ist auch jemand, der hier zumindest aus irgendwelchen Gründen einen Witch Doctor drin hat. Ich bin jetzt auch aktuell der Einzige, der Trolle geht. Was super oft passiert und super angenehm ist. Was unser Wet Dream ist, ist, dass wir jetzt einen Witch Doctor und einen Dazzle kriegen und dann für all unsere Zeit erstmal chillen können. Oder natürlich einen Troll Warlord. Ach, weißt du was, wir rollen noch eine Runde rein. Goblin Hunter fliegt raus. Alchemist rein. Wunderbar. Runde 20 können wir auch wieder stehen lassen. Ist scheißegal. Runde 15 musst du halt umstellen, Runde 20 nicht, Runde 25 nicht und Runde 30 dann wieder. Zumindest wenn du für Trolle gehst, wo es eh immer relativ free ist. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, ne? Die sollten schon hier sein. Aber aktuell auch noch kein Problem. Wenn du Phantom Assassin spielst in Assassin, baust du alle Items übrigens auf sie. Fällt mir gerade ein, weil ich sie da gerade sehe. Auf 8 würden wir den Timbersaw spielen, allerdings würden wir jetzt auch einen Kunker mitnehmen, wenn wir einen Kunker hätten. Der Witch Doctor wird dir gleich auch nochmal stunnen. Das heißt, auch wenn das hier kurz close aussah, ist es das tatsächlich nicht. Ja. Nochmal eine Krone. Ja, auch da, ich denke mal, die geht auf den Alchemisten. Alchemisten mit ein bisschen mehr Mana ist schon ganz cool. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist worth. Wir haben den Timbersaw jetzt. Und den Dazzle. Ich komme nicht wirklich zum Level, ne? Das heißt, wir warten jetzt, wir rollen jetzt nicht nochmal auf 50 runter, sondern wir warten tatsächlich mal und wollen jetzt danach anfangen hoch zu leveln. Mach hier mal ein bisschen Platz. Timbersaw 2 sollten wir ja statt Clockwork spielen. Ach, und weißt du was, wir verkaufen den einfach. Das ist jetzt gerade noch nicht so das Beste, weil an sich wollen wir den natürlich in 3-4 Runden überlegen wir ja schon, den zu spielen. Aber das ist mir gerade einfach zu wenig. Um ihn da mitzunehmen und dadurch zu verhindern, dass unser Travelord noch ein bisschen mehr Stats hat einfach. Weil dadurch wird er halt gut durchrasieren. Die Dazzle Ultimate nimmt jetzt 2 Leute mit. Super angenehm. Macht's nochmal tanky. Timbersaw macht da vorne auch seine Action.
Und wir gewinnen gegen jemanden, der aktuell eckomäßig immer noch gut dabei ist. Das heißt, können wir nicht allzu viel draus ziehen. Tür zum Beispiel hier, den nehmen wir aber ganz gut mit. Oder nehmen wir ihn? Wir nehmen ihn nicht. Ne? Okay. Und Jutta dann noch zwei Items gedroppt bekommen. Wir sind itemmäßig hier wirklich nicht allzu glücklich unterwegs. Wir werden auch hier wieder nicht rollen, weil wir nächste Runde dann hochgehen und dann rollen mit der besseren Chance auf bessere Units. Ja, hier tue ich mich immer schwer mit. Ich spare mir die jetzt auf für Kunko oder whatever comes. Man könnte die wahrscheinlich auch Desse geben. Aber Desse steht dafür halt nicht optimal genug. Shadow Fee macht immer noch guten Damage. Profitiert natürlich auch von dem Attack Speed Buff. Alchemist profitiert davon in der Theorie auch, auch wenn er hier natürlich immer noch Tank bzw. Suicide Tank spielt. Er springt einfach nur rein, macht seine Ultimate und stirbt. Kriegt auch keinen Goblin Buff oder ähnliches. Ich weiß auch nicht, was wir auf 8 gleich spielen. Habe ich ein bisschen, dadurch, dass ich den Clockwork verkauft habe, natürlich ein bisschen semi reingetrollt. Desolate kommt spät diesmal, aber sie kommt. Und dadurch kann unser Alchemist jetzt hier noch länger tanken, obwohl seine AP-Anzeige eigentlich schon wieder weg ist. Trollot hat dasselbe Problem jetzt allerdings mit dem Razor, der die Passive da hat. Und dadurch, dass Desolate stirbt, sollten wir die Runde nicht mehr holen können. Ja, ärgerlich. Waren wir Richtung Winded Streak unterwegs. Wurden allerdings gemacht von den Jungen hier unten. Was ein Lümmel. Na gut, wir werden jetzt 8. Und wir finden Death Prophet. Ha. Huh. Ich spiele jetzt den Tinker rein einfach. Eigentlich spielen wir nicht den Tinker rein, wir spielen auch einen Troll Warlord. Death Prophet ist tricky, weil mit Death Prophet und Neko bekommst du die Hexenmeister-Passive mit dem Witch Doctor zusammen, hast gleichzeitig noch Undead-Passive, aber dann müssen wir den Shadow Fiend nicht mehr spielen. Der Shadow Fiend ist ja eigentlich recht strong, Doom wäre allerdings für uns noch attraktiver im Late. Das heißt, wir nehmen den Death Prophet mit, gucken, ob wir Neko kriegen, gucken, ob wir einen Doom kriegen und wenn da all das zutrifft, dann wechseln wir uns alleine. Wir spielen gegen den Ersten. Ich würde eher erwarten, dass wir gewinnen. Ja, werden wir auch von der Bar. Dadurch bekommt der auch keinen Winning Streak oder ähnliches. Sind ganz gut dabei, ne? Itembit-mäßig ist halt immer noch ein Problem. Aber da können wir natürlich nichts dran ändern. Irgendwie sowas wie ein Kunker wäre jetzt mal ganz schön, ne? Wir hätten übrigens Shadow Shaman vielleicht doch noch auf 3 ballern können. Ja. So viel wie wir Medusa bekommen hätten, hätten wir auch Medusa wahrscheinlich nehmen sollen. Ich mache die mit ein bisschen Item Tick weiter nach vorne. Auf 8 roll ich relativ viel mit Rollen, weil die Wahrscheinlichkeit für die Units, die wir rollen, schon sehr solid ist. Die wird zwar nochmal 5% höher. Also wir wollen die Troll Warlord, aber es ist immer noch okayisch. Werden, ja, vielleicht leveln wir aber doch einfach auf 9, weil wir aktuell nicht so die Units finden und auch nicht so, was suchen wir in Alchemist, Necro, Troll Warlord. Der Torwart ist übrigens stuck hier hinten und kann nicht zippen. Ist unangenehm. Ich spiele wieder gegen diesen Warrior Beast. Wir haben relativ oft gegen den gespielt, aber man merkt, dass jetzt einfach die DPS von uns reicht und unsere Frontline auch tanky genug ist. Dadurch sollte das hier weniger ein Problem sein. Wir lösen durch diesen Warlock Passage. Wir haben übrigens auch das Problem, dass wir immer noch, goddammit, kein Master of Madness auf unseren Torwart haben. Das ist gar nicht so wild dadurch. Was normalerweise halt schon unangenehm wäre. Ja, komm, wir rollen noch eine Runde. There we go. Zumindest den haben wir jetzt mal. Auf 2. Das ist nochmal ein ziemlicher Pause-Bike. Und dann nehmen wir das doch erstmal als genug hin. So, Runde 25, das heißt, es ist eh eine Free-Round. Wenn man hier einen Winning-Streak reinkriegt, kriegt man diesen Siegesbonus, bekommt man, würde man trotzdem kriegen. Also nicht dieses Eingold, was du immer kriegst, sondern wenn du quasi plus 3 bekommst, weil du in der Siegesserie bist. Übrigens auch bei einer Losing-Streak. Also in ganz, ganz seltenen Fällen ist es vielleicht worth, wenige Units aufzustellen. Damit du sicher verlierst, damit du das Gold kriegst. Was schon ein bisschen absurd ist. Aber funktionieren kann. So, nochmal Armor Reduction. Stackt meines Wissens nach nicht. Brauchst auch nicht beide für das Item. Wenn es ein... Ja, irgendwie sind die Items echt eher mau. Aber auf dem Timbersaw haben wir jetzt zumindest die Möglichkeit, das wunderschöne Ding zu bauen. Na komm. Nehmen wir mit. Desert 3 wäre natürlich insane hinten raus. Ist jetzt die Frage, ob wir das hier drauf hauen, damit er
20% des Schadens zurückwirft oder ob wir es unseren wunderbaren Trollbolot geben. Und ich würde sogar sagen, wir geben es dem Trollbolot. Ich hoffe, dass der dadurch ein bisschen mehr Units hitten kann hier gerade. Der Alchemist kriegt jetzt auch noch das hier. Ja, wir haben viele Optionen, dieses Lineup jetzt zu beenden. Ne? Wir haben Disruptor wäre cool für uns. Doom wäre okay, weil dann könnten wir hier hinten den noch rauswerfen. Necro würde das Ganze natürlich auch nochmal vereinfachen für uns. Der steht hier übrigens gerade sehr glücklich, weil er für den Trollbolter tankt. Der Morphling macht leider zu viel Damage. Morphling ist so underrated, die Unit, ne? Ich finde das so nice. Mir so oft auf die Nerven, auch wenn ich gegenspiele. Und endlich ist unser Witch Doctor mal 2. Das war ja eine Tragödie. Aber wir leveln jetzt recht stringent einfach durch. Ja. Also ein weiterer Trollbolot wäre natürlich ein harter Pause-Bike. Wenn wir gleichzeitig noch einen Tinker kriegen würden, hätten wir endlich mal wieder Goblin-Passive, aber die ist mittlerweile auch fast useless. Wir leveln jetzt wieder nicht, sondern gucken erstmal, ob wir die Runde gewinnen. Wenn wir die Runde gewinnen, können wir leveln. Noch Beasts ins Lineup zu integrieren, ist eigentlich fast unmöglich. Ich weiß gar nicht, warum die so rumstehen. Ich glaube, so rum ist besser. Der Witch Doctor macht jetzt wenigstens auch mal was. Das ist ganz cool. Shadow Fiend macht immer noch mehr Damage als zwei Trollbolter zusammen. Das ist auch disgusting. Und das hier ist wieder Beast Warrior. Ich glaube, die sehen sich einfach nur sehr ähnlich, die beiden Lineups. Das ist aktuell auch der Zweitplatzierte, der allerdings langfristig gegen uns keine Chance haben wird. Und auch jetzt schon ziemlich überfordert wirkt. Dazzle Ultimate, sehr angenehm. Beide Trollbolots unsterblich, da kann man sich nicht beschweren. Und wir haben wieder mal ein Level raus. Hey, gibt's ja gar nicht. Sonst fliegt auch mal was. Oder spielen uns bis jetzt da, was das angeht, eher mobbt. Hier könnten wir natürlich auch Undead pocken, aber solche Sachen wollen wir hier gar nicht erst beginnen. MR hauen wir auf den Alchemisten, warum nicht? Kann man übrigens auch einen Trollbolot geben, wenn ihr öfter gegen Mages spielen das Gefühl habt, ihr müsst das machen. Aber da müsst ihr meistens auch eher hoffen, dass ihr eine Ogre-Axt mit dem Mithril-Hammer oder wie das Ding heißt bekommt. Und einfach unsterblich werdet. Könnt ihr jetzt hier hochforcen, mir fehlt nur noch ein Erfahrungspunkt. Das heißt, für 5 Gold könnte ich eine Unit mehr aufstellen. Mein Winning-Streak ist aber gerade eh noch nicht relevant. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir gerade einen starken Power-Spike haben. Wir könnten halt Death Prophet spielen, aber wir haben eh schon Warlock. Und Death Prophet an sich ist jetzt auch nicht die Mega-Unit zu der Phase. Das ist einfach ein Bounty Hunter Stufe 3, der getankt wird vom Witch Doctor, weil er einfach desolated hat. Das ist the dream. Also ich muss sagen, die Gegner-Lineups, die hauen sich alle ein bisschen gegenseitig die Units weg, ne? Seht hier schon, das ist sehr angenehm von den Stats her. Hier haben wir einen Elfen. Also hauen die sich, so viel hauen die sich da gar nicht weg, wa? Okay, dann rollen wir mal. Den Alchemist nehmen wir nicht mit, weil wir nicht auf den Alchemist 3 gehen. 3. Oh, wir haben jetzt einen Kuka bekommen. Das heißt, wir spielen den hier rein, geben den die Krone. Kuka, deswegen ganz nett, weil auch Warrior das ist. Das heißt, wenn wir später auf Doom wechseln, haben wir auf einmal wieder die Passive. Und Deathproof und so schleppen wir mit. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Gold, was einfach auf unserer Bank chillt. Aber das ist okay, weil der Echo der Gegner eh schlecht ist. Es ist im Public generell so, dass ich das Gefühl habe, ganz oft setzt... habe ich nicht optimale, nee, oder andersrum, ich gehe im Public relativ viel Risiko, oftmals, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht hart genug gepunished wird. Aber ich weiß nicht, ob das in Matchmaking tatsächlich ähnlich wäre oder ob ich meinen Spielstil echt komplett ändern müsste. Okay, der Typ ist ein absolutes Risiko für uns, weil er mit den Assassins einfach durchschreddert. Dazzle 3 könnte das Problem da lösen, aber sich auf Dazzle 3 zu verlassen ist schon insane schwer. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall AOE-CC. Den haben wir zwar in der Theorie jetzt über Kunker, aber in Kunker 1 geht jetzt auch nicht jedes Mal die Uhr durch. Wir können jetzt auf jeden Fall auf 9 Runde rollen gehen hier die ganze Zeit. There we go. Das ist schon mal sehr angenehm. Aha. Ein bisschen dumm. Ist ja Runde 30. Das heißt, 3 Tanks in die Frontline ist immer die Antwort auf Runde 30. Dass wir immer noch keinen Disruptor bekommen haben, ist schade, weil den kannst du in solchen Runden eigentlich auch immer einfach aufstellen. Ja, einfach gerade Kunker, why not? Sowas wie Lucan und so wäre ja auch noch als zweiter Warrior durchaus möglich, aber ich finde den einfach zu weak. Ich hätte gerne Doom. Und dann den Shadowfiend rausnehmen für Death Prophet. Der erste Kunker hat schon mal nicht seine Ult durchbekommen. Der zweite allerdings dank Dazzle schon. Die ganzen Creep Rounds sind eben anspannt. Jetzt kriege ich einen fucking Blinkdagger oder was? Are you kidding me, ey? Den brauche ich hier wirklich gar nicht. Ich kann den nicht mal sinnvoll machen. Vielleicht kann ich gegen den Assassin
Nein. Ach so, ja, klar. Wir haben es verkauft. Oh, ich habe aber ein Ultimate Orb bekommen. That's nice. Aufstellung. Ah, der fließt wieder an den Kunker. Wir brauchen die Kunker-Ulte halt. Ah, ja. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viel, was wir quasi für den Fall das haben. Was wir jetzt machen könnten, wäre Shadowfiend raus, Nico rein, Death Prophet rein. Nico rein. Wir würden den Alchemist aber trotzdem weiterspielen. Das heißt, es ist nicht so mega worth. Und dann den Doom rein. Aber Shadowfiend macht bei uns aktuell mit am meisten Damage. Und den Alchemisten werden wir auf jeden Fall behalten. Ich glaube, Undead Passive ist nicht gut genug. You know what? Wir verkaufen beide. Auf die Idee hätte ich deutlich früher kommen sollen. Solche Gedankengänge solltet ihr einfach vorher durchspielen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass es worth ist. Oh, guck mal hier. Tank-Items fingen uns hier wirklich zu Füßen. Das ist sehr angenehm. Jetzt habe ich natürlich einen Doom, obwohl ich ihn nicht brauche. Nehme ich trotzdem mit. Vielleicht fällt uns ja noch ein krasser Warlock für die Füße. Sagen, was das angeht, habe ich jetzt nicht so die besten Entscheidungen getroffen, die Runde. Wir spielen den Disruptor statt den schlechten Kunker. Geben den hier auch noch die Werte. Das kann man kritisieren, weil der aktuell eh noch nichts machen wird, aber... das ist aus meiner Sicht trotzdem ganz gut, weil wir den eh früher oder später auf 2 haben. Und mit ein bisschen Glück kriegt der eine Ult durch. Ja, hier kommt Dazzle. Wunderbar. AOE Silence. Das wird gerade gegen den Assassin-Spieler halt wichtig. Deswegen stelle ich den auf der unten rechts in der Hoffnung, dass der da einfach randommäßig nur mit durchkriegt. Aktuell komme ich hier einfach nicht durch. Der Boy ist halt eben all in und tut ordentlich weh. Wir verlieren 10 Leben. Alle verlieren gerade recht gut Leben. Wir haben wieder den Dazzle. Ich glaube, wir müssen auf 40 runterrollen jetzt hier. Oh mein Gott, geil. Dazzle 3, here we go. Weißt du was? Wir wechseln die Aufstellung. Der Hintergedanke ist, dass Dazzle hier gehittet wird, aber das ab kann. Das heißt, wir rollen doch nicht auf 40 runter. Ich weiß nicht, warum ich die beiden Tinkers noch hier habe. Ich glaube, ich werde die nie spielen. Ich würde selbst den ja bei Zellen. Ah, die Goblin Passive ist auch nicht mehr stark genug. Ich muss ihn allerdings noch nicht verkaufen, weil ich komme eh nicht auf 50. Okay, jetzt gegen die Assassins. Wo hat sich mein Dazzle hin verkochen? Hier hin. Da kommen die Ults. Die kommen ein bisschen fragwürdig, wenn ich das sagen darf, der Dazzle. Mein Troubledot steht noch. Stand noch. Ja. Die Theorie war da, die Praxis hat nicht ganz so funktioniert, ne? Können auch aktuell niemanden besiegen hier. Sind allerdings immer noch der mit am meisten Leben. Das heißt, unsere Win-Chance ist immer noch auf jeden Fall da. Wir haben jetzt ein Doom 2. This sucks. Brauchen aber den Elemental. Okay. Wir müssen kurz ein bisschen darüber nachdenken, wie wir das jetzt spielen wollen. In der Theorie wäre Doom geil, weil er mit Kunker und Warrior zusammen nochmal Traveler zusammen nochmal Warrior prockt. Aber Shadowfiend brauche ich wie einen Warlock. Das heißt, ich würde Shadowfiend erst dann rausholen, wenn ich ein Elemental kriege, um Warlock zu pocken oder irgendwas anderes Geiles. Aber Death Probe ist die andere Option und die haben wir eben rausgeschmissen. Oh mein Gott, der hat 6er Goblin. 6er Goblin ist schlagbar mit Troll Warlord. Allerdings nicht mit Troll Warlord 2. Aber mit 2 Troll Warlord 2 vielleicht. Autsch, minus 14. Springen wir noch auf 10. Schwere Frage. Wir haben halt Disruptor und Kunker 1. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir hart rollen. Was opfern wir? Wen opfern wir? Ich glaube, so ist perfekt. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Habe ich noch nicht entschieden, ob wir leveln oder rollen. Was kann ich auf 10 spielen? Einen zweiten Doom? Also einen zweiten Dämon? Nicht worth. Nächster Kunker ist auch nicht worth. Voll. Die Runde sollte auf jeden Fall gewinnen. Okay. Ist zumindest mal Damage, ne? Damit kann der Trollwater schon mal was machen. Wir haben auch Kunker 2 jetzt.
Auch schon mal worth. Ach, wir nehmen den Nico mit. Fuck it, ey. Ich glaube, du bist so viel stärker. Okay, also, wir spekulieren immer noch darauf, dass wir einen Troubadour auf 3 kriegen. Hä? Wo ist mein... Da! Witzig. Hat sich versteckt, er hatte Angst. Tja. Timmaso ist halt auch eine Wiki Unit. Das heißt, die könnten wir doch austauschen. Das würde auf jeden Fall gehen. Der Terrorblade stirbt zu früh. Ich kann mir vorstellen, dass sie gegen Duke verlieren, ne? Aber das sieht danach aus. Ne, ich glaube, da kriegen wir hin. Okay. This looks good. This looks okayish. Zumindest nicht so, dass der uns irgendwie one-shotten kann oder so. Nico 2 ist wahrscheinlich die Option, die am realistischsten hier ist. Ein weiterer Trollbullet auf 10 wäre halt auch ganz okay. Ich könnte aber jetzt auch schon Timmersau rausschmeißen und einfach noch einen Trollbullet spielen. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Die anderen sind halt pleite. Das heißt, wenn ich auf 10 gehe... Timbersaw verkaufen, Doom rein und Nico rein. Shadowfiend verkaufen. Und Timbersaw verkaufen. Ich könnte Timbersaw auch behalten und auf 10 gehen und dasselbe machen. 2 Demons ist halt weak, aber es ist halt nichts Terrible. Das war eine ganz schöne Kombo hier mit Disruptor und Klinker. Aber das war jetzt eher Luck, dass wir gewonnen haben, glaube ich. Das sollten wir nicht immer gewinnen. Das ist auch close. Wenn er eine Mass of Madness hätte, würde ich den so wegschnetzen in dem Boulder. Boah, Gyrocopter und so. Nee, wir probieren 4-10 zu gehen. Scheiß drauf. Timbersaw ist so useless und Shadowfiend macht auch nicht mehr so viel Damage. Ich meine, er macht halt 50% weniger Damage, ne? Oder nein, er macht sogar mehr als das. Ah, ich verliere zumindest die Passive. Gyrocopter wäre auch okayisch, aber... Vielleicht hätte ich Gyrocopter für Timbersaw holen sollen. Ah, ich glaube, es ist gut gewesen. Wichtig ist hier, dass der Terrorblade irgendwie klein gehalten wird. Ja, die Disruptor-Wits sind so gut, Alter. Das ist einfach ein Disruptor 1, der Hard Carried, ja. Okay, der, gegen den wir spielen, macht uns aktuell, oder was? Ja, Goblin ist halt disgusting. Ich weiß auch nicht, ob Doom was daran ändert. Weil Shadowfiend hat schon mehr DPS als Doom. Für Doom halt andere deutliche Vorzüge. Und ich meine, so verlieren wir die ganze Zeit close, aber wenn wir jetzt auf einmal hart verlieren, dann kann es auch einfach over sein. Scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch. Wir riskieren's. Wir warten jetzt quasi. Überleben die Runde, gehen danach all in auf 10. Und gewinnen dann einfach das Spiel. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir einfach gigafucked. Also wenn der uns jetzt finisht, dann wäre ich schon leicht sad. Aber es ist halt High Risk, ne? Bessel ist in etwa da. Bunkerschiff ist ein... Komplette Katastrophe. DPS ist down. Okay, aber wir haben es überlebt, ja. Oh, lol. Haben ihn auch gut Damage gemacht. Scheiß auf. Normalerweise würde ich das eine jetzt warten, aber keine Lust. Ach du Scheiße. Okay. Ja,
Okay. Darüber können wir reden, oder? Der Neko ist zwar immer noch gigascheiße, aber das darf ja jetzt auch einfach sein. Wir haben Double Trollbullet, wir haben Disruptor noch auf 2 bekommen, wir haben ganz gut durchgerollt, wir sind All-In, wir sind auf 10, wir können die Trolle auf jeden Fall überleben und ich weiß nicht, ob das für ihn gilt. Ja, Doom tankt da ganz gut. Ist noch viel, was lebt. Daisy sollte auch noch eine Ult rauskriegen. Gib mir der scheiß Morbid Mars, Mann, das kann ja nicht so schwer sein. Schau, das hat auf jeden Fall Bock hier. Mein Disruptor hat auch Bock. Schwer sich zu beschweren, wenn man so eine Menge an Items kriegt hier. Die auch in der Theorie halbwegs worth sind. Aber in der Praxis kriege ich einfach Krankheiten davon. Enigma, wo bleibst du? Da bist du ja, mein Kind. Jetzt hat er. Ja, was ist das denn? Okay. Hab Spaß, mein Sohn. Und hab auch mal ein bisschen Spaß. Hätte wahrscheinlich den Disruptor auch eine geben können. Okay, das sollte sick sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss den Enigma eins nach vorne machen. Ich glaube, der wird zu spät hitten. Beweg dich, Enigma. Enigma, mein Kind. Okay. Okay, spielt gar keine Rolle, ne? Enigma hat gar nicht eingegriffen. Was ist das für eine Enigma-Ult? Wofür wird der eigentlich bezahlt? Ja, es sollte Game sein, oder? Oh, nee, bei ihm verliere ich, oder was? Bleibt also spannend. Okay, wie positionieren wir den Enigma, dass er useful ist? Tighter dabei halten wir, weil wir auf Tanta 2 was machen würden. Oh, wow, wir gehen fast für Trouble oder 3. Okay, wir müssen das ein bisschen ändern. Welche Unit ist am Use-Listen? Du? Der Disruptor hat dort nichts gemacht, weil er einfach gestorben ist. So sollte es passen. Alter, Enigma 2, fast Trollbullet 3. Was ist das denn, ey? Dass der immer noch stehen kann, der Gegner. Okay, Enigma. Hat auf jeden Fall ein bisschen früher Mana. Disruptor hat eine schöne Ult gesetzt. Bunkerschiff. Ja. Ah, das sieht doch super gut aus. Ja, there we go, boys. Ja, aber eine weitere Runde Trolle. Was ich jetzt aussehen werde, ist, dass man im Public nicht bleiben kann. Ne? GGWP. Close, close. Also, da ist es am Ende echt nochmal eng geworden, dass wir einen Enigma 2 bekommen, ist insane. Ich habe jetzt auf Bishop 5 zwei Runden gewonnen. Ich glaube, fast drei. Und habe immer noch kein Upbreak. Aber so ist das halt im Public. Darfst nicht verlieren, kannst nur gewinnen. Aber mit 15 loses. Trotzdem weit oben, auch dank Dazzle. Haben wir im Endeffekt gewonnen, weil wir noch auf 10 gehen konnten und weil wir mega Luck hatten beim Enigma. Wenngleich der, glaube ich, in keiner Runde wirklich aussagekräftig war. Das war eine weitere Runde Auto-Chess. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht auch, was ihr sehen wollt. Jetzt gerade bin ich halt ein bisschen am Climb, das heißt, ich werde nicht so viele Comps einfach das erste Mal ausprobieren. Aber danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Johnny.